Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12, Adventszeit. Dieses Jahr feiern wir auch wieder den Geburtstag von Jesus. Eine Zeit, einfach einmal innezuhalten und zu erkennen, dass wir das beste Geschenk eigentlich schon haben, Jesus Christus. Hoffnung um 12, wir wollen dich heute wieder ermutigen, uns ganz besonders jetzt in der Adventszeit. Ich habe heute das Thema die feste Verbindung. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr heute. Die feste Verbindung, und die brauchen wir, und da haben wir auch in der Adventszeit Zeit, uns darüber auch zu besinnen, nachzudenken. In Römer 8, Vers 38 und 39 heißt es: Niemand wird uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Niemand heißt niemand. Und nicht deine Sorgen, nicht die Medien, nicht die Spaltungen, nicht die Trennungen, nicht der Abstand oder was auch immer ist. Niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Ist das nicht wunderbar? Und können wir das uns nicht zu Herzen nehmen? Auch wenn die Lieben einem enttäuschen, und es gibt ja auch so viele Enttäuschungen über die Weihnachtszeit und nicht nur die Geschenke, sondern auch die Leute, die schräg drauf sind und letztes Jahr war es doch so schön, dieses Jahr und so weiter. Niemand kann dich trennen von der Liebe Gottes. Egal was passiert, egal ob du Fehler machst, ob du enttäuscht bist von Gott oder ob irgendwie du krank bist oder ob du in Not bist. Gerade in der Not ist Gott dir ganz, ganz nahe, wo dir niemand mehr helfen kann. Gott ist dir nahe. Niemand kann dich von der Liebe Gottes trennen. Danke, Herr, dass wir diese Zusage haben. Niemand und nichts kann uns trennen von deiner Liebe. Und Herr, danke für jeden, der da zugreift, der das lebt und auch erlebt. Danke. Amen. Amen. Und viele Menschen schreiben uns, was Gott an ihnen getan hat. Und das wollen wir nachher hören. Aber zuerst möchten wir beten für die eingegangenen Gebetsanliegen. Und da schreibt eine Frau uns ihre Nöte bezüglich einer Schlaganfallerkrankung. Hallo ihr Lieben, ich habe eine Schlaganfallerkrankung und liege gerade mit Taubheit in der rechten Körperhälfte im Krankenhaus zur Beobachtung. 1,5 Jahre hatte ich keine Beschwerden wegen der Krankheit und bin jetzt überrascht und ein bisschen beunruhigt. Die letzten 3 Jahre waren sehr schwierig für mich, mit Krankheiten, Zerbruch der Ehe, Aufgabe meines Berufes und Corona obendrein. Ich vertraue Gott, merke aber auch, dass es einfach sehr viel für mich ist. Bitte betet für Kraft, Heilung und Weisheit für die nächsten Schritte. Ich danke euch sehr. Und das möchten wir tun. Jesus, wir danken dir, dass du diese Frau kennst, die da Schwierigkeiten hat in der rechten Körperhälfte. Danke, Jesus, dass du eingreifst und dass du ein Gott bist, der uns hört, der uns heilt, der weiß, wie es um uns steht. Und du siehst auch, dass diese Frau wieder neue Kraft braucht, dass sie Heilung braucht, dass sie Weisheit braucht, dass sie Hilfe braucht für ihre nächsten Schritte. Und ich danke dir, dass du mit ihr bist, dass du sie an der Hand nimmst und führst und leitest. Danke, Jesus, für deine Heilungskraft, die wir über ihrem Körper aussprechen. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt für ihre Mutter und bittet um Gebet. Bitte betet für meine Mutter. Sie ist 86 Jahre alt und hat sich bei einem Sturz mit dem Fahrrad mehrere Rippen gebrochen, dass die Schmerzen verschwinden und sie weiter selbstständig leben kann. Danke für euer Gebet. Und Jesus, wir danken dir auch für diese Mutter, für diese Frau, dass du sie berührst und dass du diese Rippen wieder heilst, dass sie zusammenwachsen und dass der Schmerz aufhört. Wir binden diesen Schmerz im Namen Jesus, dass er aufhört. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst, dass sie wieder vollkommen gesund auf die Beine kommt und selbstständig ihr Leben weiterführen darf. Danke, Jesus, dass du eingreifst. Amen. Amen.
Und wenn du Gebetshilfe brauchst, dann schick uns dein Anliegen. Wir beten gerne dafür. Und die Infos sind eingeblendet. Folgendes Gebetsanliegen erreichte uns per E-Mail. Bitte um Gesundheit für meinen Sohn wegen seiner Gallenblase und für mich wegen psychischer Erkrankung. Vielen Dank. Ja, danke, Herr. Du kennst jetzt die beiden, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, dass auch du wunderbar Helfer, Heiler bist. Herr, dass die Gallenblase gesund wird. Ich danke dir dafür. Und auch die Psyche, Herr. Ich danke dir dafür. Du bist Gott. Ich danke dir, dass wir uns hier eins machen dürfen. Und Herr, dass wir dir dieses Anliegen bringen dürfen. Und dass du diese Personen kennst. Und sei ihnen jetzt ganz, ganz nahe. Danke, Herr. Amen. Amen. Und eine Mutter bittet für ihren Sohn um Gebet wegen eines Tumors. Sie schreibt, mein Sohn, 50 Jahre alt, liegt nun im Klinikum. Er glaubt an Jesus. Er hat einen Tumor in der Leber und Probleme im Oberbauch. Gestern wurden Gewebeproben entnommen. Meine Bitte, dass Gott ihm neue Hoffnung gibt und ihm die Angst nimmt und auch von negativen Gedanken befreit. Auch ich brauche neue Kraft. Danke für das Gebet. Danke, Herr, dass wir hier sind, um wirklich Hoffnung zu machen, Herr. Hoffnung mit dem Background deiner Kraft, deiner Hilfe, deiner Möglichkeit für Heilung. Und ich danke dir dafür, dass du auch diesen Menschen mit dem Tumor begegnest. Und Herr, wir gebieten diesem Tumor, dass er weicht in Jesu Namen, dass er verschwindet, dass er vertrocknet und weicht in Jesu Namen. Und ich danke dir dafür, Herr, du bist auch ein Herr, der die Angst besiegt hat und dass diese Gedanken und negativen Gedanken, dieser Geist der Angst weichen muss in Jesu Namen. Danke, Herr, dass du Gebete hörst. Amen. Amen. Und nun möchten wir dich ermutigen, was Gott getan hat an Menschen. Und das kann er auch bei dir tun. Und da schreibt uns jemand, Gottes Eingreifen über eine lange Zeit. Das berichtet uns eine Frau. Danke für das Beten. Wir erlebten 3-mal Gebetserhörungen. Die Oma wurde in den 70er von Krebs geheilt. Die Mutter 2005 geheilt von Krebsverdacht. Und der Bruder 2022 geheilt von Krebs. Vergelt's Gott. Wie wunderbar. Gebet hilft, auch wenn Ärzte keine Ursache finden. Im April bat ich um Gebet für unsere Enkeltochter. Sie litt an starken Schmerzen in beiden Handgelenken und Armen und konnte nicht zur Schule gehen. Die Ärztin konnte keine körperlichen Ursachen feststellen. Sie hat ihr Schmerzmittel und Ruhe verordnet. Dank vieler Gebete hat sich alles zum Guten gewendet. Gott sei Dank, Lob, Ehre und Preis. Und ein großartiges Zeugnis, wie Gebet alles verändert. Folgendes schrieb uns eine Frau. Danke für Ihr Mitbeten. Es hat sich gelohnt. 2020 ist unser Pflegedienst insolvent gegangen. Über das Arbeitsamt konnte ich eine Weiterbildung machen und fand nahtlos eine Stelle. Leider war diese neue Stelle für alle negativ besetzt. Ich begann für Kollegen und Chefs zu beten. Meinen Arbeitsplatz habe ich unter Gebete komplett umgebaut. Heute steht einer für den anderen ein und meine Chefs hören zu, wenn Mitarbeiter Sorgen haben. Gott hat nicht nur mich unendlich gesegnet, sondern die ganze Firma. Ja, es lohnt sich wirklich für die Firma oder die Chefs zu beten. Gott versorgt, das erleben wir immer wieder in vielen Zeugnissen. Und da schreibt uns jemand, herzliches Dankeschön für allen Einsatz von Ihnen im Gebet. 2 Gebete für uns wurden erhört. Mein Bruder hat sich psychiatrisch behandeln lassen und lebt jetzt im Wohnheim. Er nimmt auch regelmäßig sein Medikament. Und ich habe eine sehr schöne kleine Wohnung bekommen und der Preis liegt im persönlichen Budget der Grundsicherung. Ja, Gottes Versorgung ist da. So wunderbar, solche Zeugnisse zu hören, wie Gott Gebet hört, auch erhört, auch Menschen wirklich, wirklich in der Firma unterwegs sind, für die Firma beten. Dieses Zeugnis finde ich auch so richtig stark. Hast du was erlebt?
Hast du was erlebt mit Gebet oder wo wir gebetet haben? Lass es uns wissen. Wir würden es gerne hier vorlesen. Ja, hast du das noch im Kopf, was ich dir sagte? Niemand kann dich trennen von der Liebe Gottes. Niemand. Und tu das über diese Adventstage dir verinnerlichen. Niemand kann dich trennen. Wenn irgendwo Hektik im Laden ist, Hektik in der Familie oder vielleicht auch in der Ehe, niemand kann dich trennen von der Liebe Gottes. Lebe das. Und wenn du Gebetshilfe brauchst, wir beten gerne für dich. Lass es uns wissen und die Infos sind eingeblendet. Ja, wir haben was ganz Neues. Wir haben für die Adventszeit ein Adventskalender. Und du siehst es auf dieser Tafel, wie du dorthin kommst, über unsere Webseite. Tu dich dort registrieren und du erhältst jeden Tag was Wunderbares auf deine E-Mail. Wir verabschieden uns nun von dir und wünschen dir eine gesegnete Adventszeit. Alles Gute, der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause, natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.